gibt es mega lustige Abbildungen, wie man werfen soll, wie man perfekt irgendwie verteidigen soll. Zeichnungen halt, da steht jemand irgendwie mit parallelen Füßen. Dann gibt es aber wieder Leute, die diese Sachen halt anders machen und aber perfekt darin sind. Ich glaube weniger an die Idee, so ist es perfekt. Ich auch. Als an die Idee, intuitives Lernen. Ich auch. Und zum Beispiel, so wie ich Boxen beibringe, so, ich bin jetzt kein großer Trainer, ne? Aber so wie ich Boxen beibringe und wie ich daran glaube, dass es Sinn macht, ist nicht, ich sag möglichst wenig. Ich sag möglichst wenig. Ich sag möglichst wenig so und so und so. Sondern ich versuche das, die richtigen Stressoren, sag ich mal, zu geben. Das heißt, wegen Schläge oder sowas. Und dann einfach zu gucken, hey, wie reagiert der Typ da drauf? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst was dazwischen tun, zum Beispiel deinen Arm. Du kannst einfach weggehen von dem Schlag mit den Beinen oder drunter durchgehen oder solche Sachen. Ich sag aber nicht, ja, so macht man das. Also meinetwegen, auch wenn er dann drunter durchgeht, sage ich nicht, ja, nimm mal den Fuß mehr weiter nach da oder sowas. Sondern ich glaube, desto öfter er das einfach macht, der Körper macht es dann automatisch irgendwann richtig. Und vielleicht für ihn anders, als du es ihm gezeigt hattest. Genau, genau, weil zwei Probleme gibt es bei der anderen Möglichkeit. Wenn du halt guckst, so ist das Idealbild und wie komme ich da hin? Zwei Probleme gibt es dabei. Boxen ist dafür das beste Beispiel, weil Boxen noch nicht so entwickelt ist, sag ich mal, noch nicht so, man weiß jetzt immer mehr, aber es ist kein Sport wie Fußball oder sowas. Okay. Vor mehreren Jahren wurde noch einfach gelehrt, so ey, möglichst stabil auf dem Boden stehen, Hände immer oben, solche Geschichten. Jetzt wird zum Beispiel stabil auf dem Boden stehen, das wird gar nicht mehr gelernt. Das wird das Gegenteil gelernt, möglichst leicht auf den Füßen sein. Beides muss nicht zwingend falsch sein, das eine wirklich besser sein als das andere. Es wird aber jetzt was ganz anderes gelernt. Es hat sich viel verändert in dem Sport, der ist viel schneller geworden und solche Geschichten. Das bedeutet aber nicht, dass für jeden das zwingend besser ist, wenn er leicht ist. Ja, das ist dasselbe Beispiel, bei Basketball gibt es genau dasselbe Ding. Deswegen ist es am besten, wenn du einfach, wenn du wirklich den Einzelnen gut machen willst, wenn du einfach ihm die Stressoren halt zeigst und ihm seinen eigenen Weg finden lässt. Als wenn du ihm sagst, so ist richtig. Weil A, eventuell ist das Wissen, was wir jetzt haben, gar nicht das, was wirklich der Fall ist. Also vielleicht ist es gar kein Wissen, sondern nur ein Glaube. Vielleicht ändert, ich meine, selbst die Wissenschaft ändert ihre Ansichten. Vielleicht ist es momentan einfach nur das, wovon wir ausgehen, aber gar nicht das Richtige. Weil wir einfach nicht mehr. Das heißt, wir gehen lieber von gar nichts aus, sondern sorgen einfach dafür, dass es sich automatisch zu etwas fügt. Natürlicher Prozess. Und zweitens, vielleicht ist das Wissen zwar das Richtige allgemein, also das Wahrscheinliche, aber vielleicht ist es nicht für dich das Richtige. Vielleicht ist das, wie Mike Tyson kämpft, perfekt. Perfekte Technik und das alles. Aber es ist nicht wie das, wie Ali kämpft. Ja. So. Und wenn ich jetzt Ali beibringen würde, so wie Tyson zu kämpfen, dann würde wahrscheinlich Scheiße bei rauskommen. Ja. Ja. Zum Glück hat Ali auch sehr viel intuitiv gelernt. Und deswegen hat er auch so einen ganz anderen Ziel gehabt als viele andere. Weil er einfach viel Sparring macht. Und daran glaube ich am meisten. Dieses Learning by Doing, dieses Practice How You Play. Einfach die ganze Zeit den Sport selber machen. Und die ganze Zeit Schach spielen. Vielleicht noch mit Gedanken dabei, vielleicht noch dabei was überlegen, vielleicht aber auch nicht. Und besonders immer wieder das Gleiche machen auch. Das ist auch die Idee von Firas Sahabi, das ist der Trainer von GSP. Mhm. Der MMA-Kampf. Ja, ja. You're intoxicated? Are you intoxicated? Genau. Der sagt auch, scheiß auf deine Schwächen, sondern werd lieber in deinen Stärken immer besser. Ich stimme dem so halb zu, nicht zwingend. Aber er will nicht damit sagen, glaube ich, meinetwegen dein Körper funktioniert nicht in Harmonie, weil die Schulter wieder hängt. Gleich das nicht aus, weil es ist egal, weil scheiß drauf. Sondern er sagt, er will, glaube ich, damit sagen, versuch nicht, wenn du Ali bist, so wie Ali und wie Tyson zu kämpfen, dass du beides kannst. Das ist unnötig. Es reicht, wenn du wie Ali kämpfen kannst. 80-20-mäßig. Mhm. Michael Jordan hat in einer seiner Dokumentationen auch ein ganz gutes Beispiel gemacht. Es wird, oder in den 60ern oder irgendwie sowas, es gibt mega lustige Abbildungen, wie man werfen soll, wie man perfekt irgendwie verteidigen soll. Und das ist halt, das sind Zeichnungen halt, da steht jemand irgendwie mit genau irgendwie parallelen Füßen, in einem rechten Winkel, in einem Arm, ja. Und
Dann gibt es aber wieder Leute irgendwie, die diese Sachen halt komplett anders machen und aber perfekt darin sind. Ja. Zum Beispiel Michael Jordan, es wird gelehrt, du sollst, ich habe das zum Beispiel auch rausgefunden, aber davor habe ich es auch so gemacht wie er, intuitiv. Ja. Es gibt beim Verteidigen so eine Regel, du sollst genau gerade mit deinem Oberkörper stehen. Also ja. Das wird zum Beispiel in den jungen Jahren wird das so beigebracht. Du sollst, es gibt so eine Idee, Beine breit, gerader Oberkörper, Arme auseinander. Ne? Große Fläche, kommt da schwieriger vorbei. Michael Jordan hat gesagt, hä, das ist doch voll bescheuert irgendwie. Ich kann leichter nach hinten fallen und sowas. Ne? Ich komme nicht mehr so leicht an Ball, ne? Weil ich weiter nach hinten gelehnt bin. Ich lehne mich weiter nach vorne und mache meinen Arm nach vorne. Und dann wird dir zum Beispiel im Basketball beigebracht, du sollst von oben auf den Ball raufschlagen, wenn du die Situation erkennst, dass du ihn wegnehmen kannst. Ne? Mhm. Er hat gesagt, warum? Ich schlage ihm nur auf die Hand, auf den Handrücken, das ist ein Foul. Ich mache von unten. Weißt du? Mhm. Das heißt, er hat das komplett anders gemacht. Und ey, ich will nicht von Michael Jordan verteidigt werden. Und ich bin dabei sogar auch drauf gekommen. Aber selbst bevor ich das gesehen habe von ihm, diese Dokumentation, und ich habe mich auch immer so hingestellt. Weil du es gar nicht besser wusstest. Einfach, naja, ich wusste es besser, aber es hat sich scheiße angefühlt. So. Es hat sich kacke angefühlt und ich habe es einfach anders gemacht und ich war ein ziemlich guter Verteidiger. Ja. Ein sehr, sehr guter Verteidiger. Und dasselbe Steph Curry. Einer der besten Dreierschützen, die es jemals gab. Es gibt keinen, oder es gibt wahrscheinlich welche, aber er kann so gut werfen, das ist unglaublich. Und das ist mit diesem parallelen Stand. Du sollst eigentlich beim Basketball parallel stehen. Ja. Und dann diesen rechten Winkel im Arm. Er dreht seine Füße nach links ein, weil er damit irgendwie eine bessere so Elevation hat. Und okay. Das ist für ihn viel besser. Mhm. Er kann mit weniger Aufwand werfen, er trifft einfacher, ist natürlicher Ablauf für seine Schulter. Mhm. Was lustig ist, ganz viele Leute in der NBA haben seinen Wurfstil übernommen. Also so richtig viele Leute. Und jetzt ist es sogar so, dass es auch weniger von dem Gedanken ist, so musst du werfen, sondern es ist eher so, ja, wirf wie du willst, Hauptsache du triffst. Genau. So, wenn du von unten wirfst und der Verteidiger kann dich nicht blocken, ist egal. Nummer 1 gerankt in der All-Time-Scorer-List, ne? Also jemals an Punkten gemacht haben, ist Kareem Abdul-Jabbar. Mhm. Eine Legende im Basketball. Weißt du, wer geworfen hat? Er hat seinen Arm außen gehabt und hat dann mit so einem Wurf geworfen, wie du ihn eigentlich nur von so einem vierte Klasse Basketballturnier kennst, irgendwie von außen irgendwie so in so einem großen Bogen. Weißt du, er hat gar nicht einen Basketballer geworfen, mit Hand abgeklappt, oder auch mit Hand geklappt, aber er hat ihn halt in so einem Bogen von außen geworfen. Und das war so, hä? Was macht er da? Keiner konnte ihn verteidigen, weil er stand seitlich, sein Arm war hier. Ja. Keiner konnte ihn verteidigen, er hat jeden getroffen, ist mir doch egal, wie er wirft. Willst du jetzt kritisieren, wie Kareem Abdul-Jabbar wirft? Willst du kritisieren, wie Steph Curry wirft? Nur weil du denkst, dass es richtig ist? Nein. Mhm. Und das ist dasselbe Prinzip, das ist ganz interessant. Deshalb sage ich auch einfach, mehr machen lassen.